Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation und Spiel Nature Worldly. Ja, also unsere Problem- und Fragestellung, die wir uns gestellt haben, war ein Spiel für jüngere Generationen und halt auch ein Lernen und Spaß haben, dass das möglich macht. Genau, das Endprodukt ist ein Spiel. Man kann der Umwelt helfen und bekommt dafür Coins. Und die Motivation dabei ist, dass man sich mit Coins neue Skins kaufen kann. Das Ganze ist mit C-Sharp gemacht und der passenden Game Engine dazu Unity. Und dann kommen wir direkt auch zur Live-Demo. So, also wenn man das Spiel startet, dann ist man erstmal in den Credits, da kann man rausgehen und das ist der Titelscreen. Hier hat man dann noch die Charakterauswahl mit den verschiedenen Alpakas, die man nehmen kann. Und hier hat man dann zum Beispiel den Rainbow-Alpaka, den kann man dann auswählen, hier in das auf den Startbutton klicken und dann zum Beispiel hier in die Parkwelt gehen. In der Parkwelt kann man dann hier so steuern. Und dann hier zum Beispiel die Zange einsammeln und hier spawnt dann immer Müll und den kann man dann aufsammeln und bekommt dafür Punkte. Genau, zum Beispiel die Zigarre kann man dann einsammeln und hat dann einen Punkt mehr. Dann gibt es noch ein zweites Level, nämlich das Hauslevel. Ja, also in der Hauslevel kann man so herumlaufen und es gibt verschiedene Objekte, wo man anklicken kann. Zum Beispiel bei dem Kühlschrank und da kommen halt Memes. da hätten wir noch oben drüber McDonald's, dass das so dieses Nein ist. Und man kann so herumlaufen, zum Beispiel beim Auto. Ja. Das hat sich jetzt leider nicht so ganz geschnitten, aber und man kann dann so herumlaufen und verschiedene so Sachen machen im Haus. Also hier gibt es dann noch so eine Einkaufstasche, wo, ja, und bei den Memes, das hilft halt auch so ein bisschen so für die Umwelt, dass halt, so Sachen, die man machen kann, um die Umwelt zu sparen. So, ja. Oh. Ja, manche Memes haben sich jetzt leider nicht so gut geschnitten, aber ja. Genau, wir hatten das auf eine andere Bildschirmgröße abgestimmt. Aber wir wollten auch nochmal Danke sagen, nämlich an unsere, für eure Aufmerksamkeit und. Ja, und auch danke an unsere Mentorin Lea, die uns geholfen hat und auch an alle anderen Helfenden. Was wir dann auch gelernt haben, mit Git zu arbeiten und dass man sinnvolle Commit-Messages nehmen soll. Ich habe dann auch nochmal gelernt, wie man mit Unity und C-Sharp programmiert und die Pixelgrafik dafür zu erstellen. Und ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, ein größeres Spiel in einer größeren Gruppe gemeinsam zu programmieren. Ja.